Gute Filme haben ihren Preis. Raubkopierer stehlen dem Film das Geld für Qualität. Lassen Sie sich das nicht gefallen. Helfen Sie uns. Diesen Film können Sie bald im Kino erleben. Kommt und holt mich um. Jeder Mann war verrückt nach ihr. Ich mache aus dir einen Star. Aber ein Mann war so dreist, sie zu lieben. Ich kann mich in niemanden verlieben. Du kannst dich nicht verlieben? Von dem genialen Regisseur von Romeo und Julia. Die Musik. Der Zauber. Moulin Rouge. Des Moulin Rouge, demnächst nur im Kino. Bald in Ihrer Videothek. Für das Filmerlebnis zu Hause. An der Küste Irlands liegt ein kleines Dorf mit vielen Schafen. Deine Partnerin war hoffentlich von der zweibeinigen Sorte. Klar. Entschuldigung. Aber passende Partner... Wir suchen attraktive, heiratswillige Frauen. ...sind verdammt schwer zu finden. Sieh dir das an, Rubbermates. Wollt die Hälfte dient der Wissenserweiterung. Mein Gott, du hast es noch nie getan? Nur praktisch gesehen. Es ist nicht so, dass ich nicht geübt hätte. Aber all das wird sich jetzt ändern. Amerikanische Frauen für Aktivitäten im Freien gesucht. Drinnen ist auch alles möglich. Man kann nie wissen, was die da drüben wollen. Gott segne Amerika! Ich will aussehen wie der Einzige, den man hier kennenlernen muss. Guckt euch das an. Giovanni hat mich fotografiert. Für einen Versicherungsfall. Du denkst wirklich, dass die kommen, was? Wieso denn nicht? Der bringt sich noch um, bevor die Amerikanerinnen hier sind. Ist mir ganz egal, wie großartig diese amerikanischen Frauen sind. Mir tun die leid, die auf diese Handzeige reinfallen. The closer you get. Hättest du Lust, ein bisschen rumzupoppen? Hm? Oh mein Gott, Kieran. Oh mein Gott, ja. Oder oh mein Gott, nein. Um der König des Waldes zu sein, muss man gefährlich sein. Man muss angsteinflößend sein. Und manchmal... Könntest du mir was übrig lassen? Denn genau genommen ist das mein Futter und... War nur eine Frage. Braucht man den Doktor? Wisst ihr nicht, dass jedes Weibchen immer das stärkste Männchen will? Aber zählt nicht auch der Charakter? Ich werde als Jungfrau sterben. Das stärkste Männchen bezeichnet man als das Alpha-Männchen. Das Alpha-Männchen ist der Big Boss. Der müsst ihr sein. Ihr müsst lernen, euch zu bewegen wie das Alpha-Männchen. Die Brust raus. Brust raus. Genau. Und redet wie das Alpha-Männchen. Ich habe noch Probleme mit der Brust. Hier geht's um die reine, unkontrollierte, kompromisslose, testosterongesteuerte männliche Macht. John, habe ich dir nicht gesagt, du sollst den Müll rausbringen? Mach das gefälligst selbst, Frau. Was? Klasse Leistung, Alpha-Männchen. Halt die Klappe! Diesen Sommer macht der Doktor Hausbesuche. Ihr habt seit 40 Jahren keinen Sex gehabt? Also, ich verlange ja echt nicht viel. Alle 10 Jahre, das geht ja schon lange. Alle 10 Jahre? Ich bin doch kein Sexmaschine. Eddie Murphy. Ich habe von den Familien von der Küste nur gute Dinge über dich gehört. Was seid ihr denn, so eine Art Mafia oder sowas? Mafia? Nein, mit der Mafia haben wir nichts am Hut, oder Jungs? Nicht, dass ich wüsste. Dr. Doolittle 2. Willst du eine Fisch? Oh nein, vielen Dank, ich hab schon gegessen. Hey, wenn der Biber dir einen Fisch anbietet, dann nimmst du den gefälligst. Hm? Wir wurden uns noch nicht vorgestellt. Ich bin Ray Brown. Jane Goodall. Vom ersten Moment an. Jane, soll ich vielleicht das Fenster aufmachen? Du siehst aus, als wäre dir heiß. Glaubte sie, es wäre der Mann ihrer Träume. Wenn du nicht bei mir bist,
denke ich jede Minute an dich. Sie hätte nie erwartet... Er will, dass du bei ihm einziehst? Wow. ...dass er der sein würde. Jane? Ja? Es ist aus, Jane. ...der ihr Leben ruiniert. Jetzt nicht weinen. Nicht weinen. Alles wird wieder gut. Okay. Jetzt muss Jane von vorn anfangen. Meine Wohnung ist wieder vermietet und ich muss bis Montag hier raus sein. Wieso ziehst du nicht einfach zu mir? Du ziehst bei Eddie an? Ja, ich wollte eigentlich woanders einziehen, aber da ist leider was dazwischen gekommen. Glücklicherweise hat ihr neuer Mitbewohner eine Menge Erfahrung. Romantik, die wahre Liebe, alles Schwachsinn. Und er bringt ihr mehr bei... Was hast du denn da am Hals? Ich habe mich beim Rasieren gebissen. Als sie jemals wissen wollte. Was ist das, Party-Viagra? Die hast du in meinem Badezimmer vergessen. Du lässt nichts anbrennen, oder? Unterschätze niemals zwanglosen Sex ohne Liebe, Jane. Das ist sehr befreiend. Es ist eine Tatsache, dass weniger als 5% aller männlichen Tiere monogam sind. Jane, das sind aber Menschen und keine Kühe. Deswegen können sich Männer nicht festlegen. Es ist der biologische Drang, ihren Samen zu verteilen. Ich mache mir Sorgen um dich, Jane. Das meine ich ganz ernst. Du fehlst mir, Jane. Ich dachte, du wärst drüber weg. Ich bin mir da nicht so sicher. Nein, das verbiete ich. Woran denkst du? Du und Ray, ihr könnt glücklich zusammenleben mit den gleichen Volvos und den dazu passenden Hunden. Hattest du jemals Freunde, als du klein warst? 20th Century Fox präsentiert. Wieso tust du dir das nur an? Weil Männer, wenn ich mich nicht irre, nicht alle Frauen verlassen, sondern nur mich. Vielleicht klammern wir uns deshalb so an unsere Beziehung. Wir können einfach nicht glauben, dass uns sowas Tolles zweimal passiert. Aber das wird es ganz sicher. Kannst du nicht schlafen? Nein. Ich auch nicht. Ashley Judd, Greg Kinnear, Hugh Jackman, Marisa Tomei. Du warst mal Cheerleader, hm? Ja, und ich war verdammt gut. Zeig's mir. Komm schon. In der Geschichte einer Frau, die glaubte, auf alles eine Antwort zu haben. Versprichst du mir nicht zu lachen? Nein. Und eines Mannes, von dem sie nie gedacht hätte, wow, dass er ihre Meinung ändert. Ich hasse dich. Männerzirkus. Dieses Jahr geht es in den Kinos steil ab mit Josie and the Pussycats. Von 20th Century Fox, dem Studio mit den besten Filmen aller Zeiten, kommt Fox.de. Halte ich an irgendwas fest? Fox.de ist die Adresse zu den neuesten Filmen. Das klingt ganz fantastisch. Genieße es. Videos. Sie vertuschen die ganze Sache, Scully. Und DVDs. So ein Teil will ich für mich und meine Süße auch. Mit Previews. Mr. Jesse und Chester. Sweet. Mit Nachrichten. Was denkst du da? Gatorade. Stellt Gatorade jetzt schon Wein her, ja? Und Gewinnspielen. Cool. Macht ihr mit oder lasst ihr es sein? Ja, wir sind. Fox.de. Entertainment von morgen. Schon heute. Yippie-yay, Schweinebacke.
Und jetzt Film ab.